Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Also ich habe hier alles abgesucht, oben nochmal allen Personen hier geredet, hier oben im Geschützturm nochmal mit dem Red und so weiter. Nirgendwo gab es was Neues. Also ich weiß nicht, wie wir oben reinkommen. Ich vermute, dass wir dieses TAL-01553, ich habe es mir aufgeschrieben, dieses Bauteil brauche, um irgendwas mit dem Roboter zu machen, der davor defekt ist. Wir werden jetzt mal weitermachen, würde ich sagen. Entweder zum Gleisnomadenlader müssen wir. Oder wir müssen mit diesem Kerl, der in der Ranger-Zitadelle ist, festgehalten wird, um nach Damonta zu kommen. Ja, da können wir nicht hin. In die Festung. Das wollten wir eigentlich machen. Das im Brief so schnell wie möglich. Das ist eine Mutter, Leben, Tod. Da müssen wir ins Gleisnomadenlader. Das heißt, wir haben zwei Sachen im Gleisnomadenlader, was ja nicht schlecht ist. Kadata und genügend Koordinaten. Dorf Darwin gegeben. Ja, kommen wir auch noch nicht hin. Dorf Darwin ist am Arsch der Welt. Gleisnomadenlager ist hier. Und in der Ranger-Zitadelle kriegen wir weitere Informationen, wie wir nach Damonda oder Damonta oder wie das heißt kommen, was irgendwo hinter dieser Welle von Radioaktivität sein soll. Und die verlassene Bahnstrecke war zu gefährlich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zur Zitadelle, befragen den, wie wir hier hinterkommen. Irgendwo da in dem Bereich, wo wir wahrscheinlich dann auch ins Dorf kommen, es geht hier rum. Und wenn wir da nichts so Wichtiges kriegen, wie wir da durchkommen, gehen wir hoch zum Gleisnomadenlader, wo wir zwei weitere Quests auch haben. Und wir können mal anfangen, hier hinten die Ecke zu durchstöbern. Ja, so habe ich mir das gedacht. Legen wir los. Weil ich habe keine Ahnung, vielleicht geht's auch. Aber ich sehe jetzt nicht, wie ich da in das Gefängnis komme. Die Geschütze ballern mich direkt weg. Und keine Ahnung, mir hat auf jeden Fall keiner helfen können. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Karte betrachten. Ja, bitte einmal dahin. Reisen. Kämpfen gehen wir aus dem Weg. Munition zu sparen. Wir werden ja noch genügend Kämpfe bekommen. Nein, Plünderer haben wir keine Lust. Und wir wollen schnell aus diesem Seuchenpool raus. Ja, wir müssen gar nicht aufpumpen, ne. Ja, Infizierte sowieso nicht. 35 noch. Wir pumpen uns da drin wieder voll. Da. Wen müssen wir hier fragen? Hätte ich eigentlich schon längst machen können. Wir waren ja schon wieder in der Zitadelle gewesen, aber ich habe mir das Logbuch länger nicht mehr angeschaut. Die sagen so wahrscheinlich, wir müssen wieder zurück in die Stadt. So wie ich mein Glück kenne. Neue Gegenstände haben wir ja auch nicht. Außer die von den Robotern. Vielleicht sind da irgendwelche besonderen Gegenstände drin. Quatschen wir mal mit ihm nochmal. Auch schon länger nicht mehr. So, ihr wart also beim Gefängnis, hm? Na dann, seid vorsichtig draußen. Und eins noch, lasst euer Mundwerk keine Schecks austeilen, die durch eure Fäuste nicht gedeckt sind. Ich verstehe. Du warst noch ein wichtiger, glaube ich. Tja. Können wir aber auch nicht mitnehmen. Kein neuer Charakter schon mal. Vielleicht einer der neuen Gegenstände, die wir haben, gefällt vielleicht hier dem Meer-Captain. Tja, da bringt auch nichts. Dann verkaufen wir den Krimskrams, den wir haben. Schrott schon mal. Schauen wir mal hier rein. Was ist das denn hier? Sprühfarbe. Weg damit. Das Seltsame ist, dass die am Glitzern ist. Wenn die glitzern, aber das hat nichts zu bedeuten, oder? Die glitzern auch alle.
Naja, ich dachte schon irgendwie doch wichtige Gegenstände durchaus, aber sieht nicht so aus. Ja, verkauf mal den Rotz. 440, da können wir schon bald wieder eine neue Rüstung leisten. Was ist der Gefängnistrakt? Das hier bestimmt. Hier war nämlich eine zur Tür. Wem muss ich da drüber quatschen? Dir vielleicht? Was denn quatschst du? Sergeant Bell. Schön, euch wiederzusehen, Rangers. Ja. Bringt uns auch nichts. Ein Schloss. Hey, hier ist noch eine Tür. Da sind wir noch gar nicht drin gewesen. Schande. Hey, wir haben hier noch einen Raum, wo wir noch gar nicht waren. Unglaublich. Kack, wie haben wir den übersehen können? Ein dunkler Raum, der komplett mit aufgereihten Sandsäcken gefüllt ist. In der Mitte befindet sich eine Hey, was soll das? Aneinanderreihung von Tischen und Bänken, überhäuft mit Drehmaschinen, Werkzeugen, Kabeln, Schweißutensilien, Schweißerutensilien und... Ah Gott, das ist der Bombenleger bestimmt. Reihe fertig hergestellter Granatenbomben auf einer Bank sitzt ein drahtiger Mann mittleren Alters, der mit zwei Spitzzangen in den Eingeweihten einer Bombe hantiert. Leutnant Ming Lian Tan sagt, ihr habt Halbpol gerettet, was? Nun, ich danke, das ist eine gute Sache. Aber das Agrarzentrum hatte diese Melonen, die ich so gerne in die Luft gejagt habe. Wünschte, ich hätte stattdessen sie gerettet. Ihr hättet stattdessen sie gerettet. Das tut mir leid, dass wir dir nicht helfen konnten. Ein asiatisch aussehender Mann mit Haut so zäh wie Leder klappt seine Schweißmaske nach hinten. Es kommt ein freundliches, tief zerfurchtes Gesicht zum Vorschein. Brandwunden und Narben bedecken die Arme, Hals und Kopf. Euch fällt auf, dass er an der linken Hand nur ein paar Finger und den Daumen hat. Alles fertig, also, was kann ich? Ah, die Helden von Aipul. Ihr wollt also sehen, wo die Zauberei herkommt, ja? Nun, von hier. Ich bin TNT Tan. Ah, der ist das. Sprengkerl, können wir den mitnehmen? Das wäre cool. Das wäre aber scheiße, weil ich ihn dann schon die ganze Zeit bei mir hätte, was es wieder etwas einfacher gemacht hätte mit einem Mann mehr. Der Mann, der all eure Probleme in einer großen Qualmwolke verschwinden lässt. Und ihr seid die Grünschnäbel, die der General losgeschickt hat, um das Rätsel zu lösen, indem der alte, arme alte Ace sich die Zähne angebissen hat. Gibt's irgendwas, was wir dir helfen können? Wir brauchen Quests. Aber sicher, alle Rangers wissen, dass ich immer auf der Suche bin nach Bombenbaumaterialien, insbesondere Ammoniumnitrat. Und diesen Scheiß findet man in, naja, Scheiße. Ach du Kacke, ich habe voll viel Scheiße verkauft. Also, wenn ihr Kuhscheiße oder noch besser Fledermausscheiße findet oder irgendeinen Dünger, dann bringt den Scheiß zu mir und ich gebe euch dafür richtig gute Scheiße. Laws, Lenkraketen, was ihr wollt. Ach du Kacke, ich habe so viel Scheiße weggeworfen. Für 2 Geld oder so. Habt ihr den Kram bekommen? Nee, leider nicht. Kantes Ace, ja. Unwichtig Smalltalk, Rätsel, TNT, Zauberei. Der verkauft mir jetzt Sprengsachen. So wie es aussieht. Darwindorf. Es versteckt dieses verrückten Androidenwissenschaft aus Irwin. Das ist ja das ganz rechts oben. Shoshis, ja, das sind keine neuen Sachen. Das wissen wir eigentlich alles. Wir können Handel treiben. Ach du Kacke. Ja. Da haben wir unsere Handgranaten. Die kosten aber 300. Boah. Aber die sind super. Eine Panzerfaust. Ist ein Einschüsser, sehe ich das richtig? Aber steht nicht bei, was für eine Art Waffe es ist. Ich vermute mal, das sind die schweren Geschütze. Eine Lore-Rakete, noch besser, 200 Schaden. Wir können uns ganz viele davon kaufen und die 4000er Geschütze zerballern, aber das wird wohl kaum klappen. Sobald wir einen Schritt drüber gehen, war es das.
Sabotrakete. Hier, Panzerbrecher, RPG-7, 500 Schaden. Bräuchten wir 8 Schuss, dann ist die Maschine kaputt. Okay. Du hast auf jeden Fall Sprengzeug. Okay. Aber war auch nicht das Gefängnis, was wir gesucht haben. Verschlossen. Dürfen wir das einfach aufbrechen hier oder gibt das Probleme? Nö. Können wir nicht. Okay, schauen wir uns mal weiter um. Hier rüber, Jungs. Hier war noch eine Tür, habe ich gesehen. Da steht irgendjemand vor. Vielleicht besser mal mit ihm. Ja. Rangers. Aha. Gott, ich habe hier voll viel ausgelassen. Ich habe das gar nicht gesehen. Mein Gott, ich dachte, ich hätte die Zitadelle genau erkundet. Ist ja schon wieder ein paar Tage her. Okay, das ist definitiv der Gefängnistrakt. Hätte ich da vielleicht auch schon längst drüber Bescheid gewusst. Ein stämmiger Kerl mit der Statur eines Bulldogs, mit verspiegelter Sonnenbrille und einer Trillerpfeife zusätzlich zur Standard-Oranger-Uniform. Entschuldigt den Gestank. Ich hatte noch keine Möglichkeit, den Besoffenen in Zelle 2 ordentlich abzuduschen. Was kann ich für euch tun? Wir müssen mit Ranger Baschowski reden. Oh, stellt euch darauf ein. Er ist der Betrunkene in Zelle 2. Falls ihr denkt, dass er von außen schon stinkt, dann wartet mal, bis ihr im gleichen Raum seid. Baschowski, wach auf, du Sack! Was ist denn das? Wer ruft hier? Wieso ist der Text so schnell? Scheiße. Verpisst euch! Er gehört euch, Bruder. Okay. Erzähl mir mal etwas über die Gegend. Können wir einfach aufmachen? Nee, können wir nicht. Wir müssen irgendwie anders stehen. Hallo. Was wollt ihr von mir? Ich habe alle Fragen beantwortet. Ich war besoffen und wurde schankheit. Das ist die ganze Story, kapiert? Jetzt verschwinde und lass mich schlafen. Red hat gesagt, dass wir mit dir reden sollen. So, hat er das? Aber warum? Er meinte, du wüsstest, wo wir ein paar Strahlenanzüge finden könnten. Klar weiß ich, wo es ein paar Strahlenanzüge gibt. Hab die Dinger benutzt, um in den Canyon des Titan nach Schmodder zu suchen. Aber was führt euch zu der Annahme, ich würde sie euch so einfach überlassen? Rausholen können wir dich nicht. Bezahlen dich. Was soll ich denn mit der Kohle anfangen, solange ich in dem Loch hier gesperrt bin? Vergesst es. Dann holen wir dich halt raus, Kerl. Ich sehe es schon. Langsam verstehen wir uns. Folgender Vorschlag. Ihr holt mich heraus und ich führe euch direkt zu dem Strahlenanzug. Als Gegenleistung schaut ihr mal kurz in die andere Richtung, während ich mich vom Acker mache. Deal? Ja. Na, dann ist doch alles geritzt. Jetzt müsst ihr offiziell Arschgesicht nur noch davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Viel Spaß dabei. In der Zwischenzeit ziehe ich mir schon mal ein paar Klamotten an. Okay, das heißt, wir kriegen einen weiteren Begleiter, sehr wahrscheinlich. Können wir nicht rein. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, ich weiß, hier drin stinkt es immer noch. Ich hatte noch keine Zeit, Baschowski mit dem Schlauch abzuspritzen. Wäre es möglich, ihn in unseren Gewahrsam zu übergeben? Wir brauchen ihn für eine laufende Ermittlung. Also wenn die Sache offiziell ist, geht das schon in Ordnung, schätze ich. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn ich ihn loswerde. Er stinkt wie ein betrunkener Ochse. Abgefahren, ihr habt tatsächlich geschafft. Ab sofort seid ihr meine neuen besten Freunde. Los jetzt, lasst uns... Oh ja, habe ich vergessen. Lasst mich auf deine Karte schauen. Ich habe die Anzüge in einer alten Wohnwagen westlich von hier versteckt. Ricks Wohnmobil. Okay, da werden wir uns mal hinbewegen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir sind ein bisschen unten und nicht weiter hoch. Yay! Und wir haben einen weiteren Begleiter, oder? Nee, der ist einfach so dabei. Wir haben schon wieder ein Level up. Wir sind aufgestiegen. Wahnsinn! Wie viele Punkte hast du? Reicht das für einen weiteren? Ja! Sehr gut! Scharfschütze 9, geilo! Es fehlt noch ein einziges, dann hat er es perfekt. Das wird aber ein paar Level dauern. Hey, Moment mal. Was ist das?
verschlossen. Ein Zahlenschloss. Unmöglich. Ja, da muss ich wohl ziemlich gute Werte für haben, was auch immer da drin ist. So, und ich wollte mir nochmal alles hier anschauen. Nicht, dass wir hier irgendwo was vergessen haben. Man kann es ja alles ansehen. Vielleicht machen wir nochmal die Wanderung mit. Dieser Kerl, man kann sie auch wiederholen, also wird das schon irgendeine Bedeutung hier haben. Gib uns nochmal die Tour. Da sind schon irgendwelche Tipps drin. Das ist sehr seltsam, hier gibt es eine Menge dieser Karten, absolut wertlos, aber diese eine bedeutet diesem Kerl so viel, dass er die Rangers, die ihm brachten, so viel Ausrüstung gab, wie sie nie tragen konnten. Hier ist eine super Karte. Wenn ihr rausgefunden, was er haben wollte, als er starb, beschlossen wir zu bergen auf so ein kleines Stück Plastik, sehr wahrscheinlich für einen Atombunker. Und hier ist im Kopf des größten Gegners des Desert Rangers, Irwin John Finster. Aha, das ist der Kopf von dem Mistkerl. War einer dieser irren Wissenschaftler, die versucht haben, die Menschen Mutanten zu machen, Einzelheiten, blablabla. Irgendwie gruselig die Art, wie seine Augen durch den Raum folgen, nicht wahr? Das futuristische Okular ist das Wort Proteus eingekratzt. Wir können uns das ja mal merken. Es kursieren eine Menge Imitationen des Blutstabs, aber dieser hier ist der echte. Niemand Blutpriester. Das sind sehr wahrscheinlich Gegenstände aus dem ersten Teil. Es kann natürlich sein, dass das auch nur durch Nostalgie hier gemacht wurde und gar nicht wichtig ist. Ich schreibe mir mal auf Blutstab. Blutstab. Proteus. Gott, wurde das jetzt mit TH geschrieben oder? Mal checken. Ne, ohne TH. Pro und dann einfach nur Theus. Was haben wir hier? Präzisionsgewehr Ryder. Und er hat da auch nichts Besonderes drüber gesagt. Meson-Kanone. Wo die Kanone seit Jahren oder. Okay, wir schreiben uns auch noch Meson auf. Das nützliche Stück Plastik hat die letzten Türen im Schäferbasis eingebracht. Okay. ...380 Davy Crockett. SecPass 7 schreiben wir uns auch mal auf. Wer weiß, SecPass 7. Intakte 380 Davy Crockett Atomwaffe. Das war aber kein Hinweis. Meson-Kanone, da schreiben wir es noch auf. Meson-Kanone. Okay. Das hätten wir. Wir tun uns einmal verarzen lassen vom Dog. Einmal verletzt, dankeschön. Auf Wiedersehen. Wir kommen mit dem Krebsheilmittel wieder, wenn wir es haben. Was sagt das Logbuch? Hundescheiße, Katzenscheiße, Kuhscheiße, Fledermausscheiße, ja. Jede Menge Scheiße, die wir verkauft haben. Unter Bedingungen. Blablabla. Okay, wir reisen jetzt einfach da nach Westen. Und harren der Dinge, die da kommen. Aber ich denke, dass uns das schon mal wieder ein Stück weiterbringt. Ansonsten haben wir auch das Gleisnomadenlager. Da finden wir bestimmt noch raus, wie wir ins Gefängnis kommen. Oder es gibt irgendwann später so mächtige Waffen, die die Geschütze wegballern. Irgendwelche Laser, Atom, Raketen, Waffen, was weiß ich. Okay, wir würden gerne da hinten hin. Ach, wir haben nicht aufgetankt, ne? Ach, ärgerlich.
dann reisen wir kurz hier runter. Ist mir zu doof, da reinzurennen bis in die Basis wieder, bis zur Kantine. Da ist das hier wesentlich schneller, wenn ich hier mal kurz auftanke. Ja, einmal auffüllen. Dann machen wir eine kleine Abbiegung. Und einmal auffüllen. Betrachten die Karte und wollen einmal in dieses Wohnmobil. Plünderer wollen wir nicht. Laufen. So, scroll mal hoch. Betreten. Lass mich raten. Es wurde schon von irgendjemand annektiert. Okay, da darfst du ja wahrscheinlich nicht sterben, der Rick. Noch sehe ich nichts. Halt! Ranger Team Echo, this is Ranger Command. Come in. Hier ist Echo 1. Bitte fortfahren. Over. 4 Echo 1. Ranger Aldine in the Brig is requesting that I ask you how soon you will be returning prisoner Bichowski, who you have under your supervision. Please advise on his return. Wir haben ihn bald wieder. Over. Copy that, Echo 1. Please bring him back ASAP. We still got some questions we want to ask him. Roger. Good luck. Und ich klappt das so, wie wir das wollen. Also der hat nicht viel Energie. Gehen wir mal die beiden Snippers bitte nach vorne. So, ihr zwei. Turteltäubchen. Ah, wieso haben nicht beide geschossen? Ja, du triffst sehr wahrscheinlich deine eigenen Leute hier. Das ist total doof, wieder mal die Position. Versuch dein Glück. Also. Good job. Hinhocken. Ben. So, du musst auf jeden Fall was an Seite gehen. Geht nicht anders. Schnappst du den hinteren. Es werden immer mehr. So, genau. Okay, mal darüber. Und auf den Hintern schießen. Wir wollen unsere neue Uzi ausprobieren. Du hast aber zwei. Deswegen werden wir auch mal mit auf dich ballern, weil du ein bisschen Schaden abkriegst. So. Uzi, sehr schön. Uzi. Die. Ja, Mann. Genau, unsere neue Knarre. Das erste Mal, dass wir damit geballert haben. Super. Super duper. Gut, wir treffen den da immer noch nicht. Dann gehen wir da hinten rüber. Und der nächste ausgeschaltet. Victory! Was habt ihr bei? Wie wär's mit Scheiße? Scheiße finde ich super. Sah nicht danach aus. Irgendwelche Eier oder so. Okay, alle laden nach. Hey, alle im Anschluss bitte mitkommen. Da hinten ist wieder ein Toaster. Hier runter. Wir können auch hier runter. Ah, hier ist auch der Wohnwagen. Sehr gut. Wieso können wir das nicht angucken? Seltsam. So, Rick, was hast du uns zu sagen? Gar nichts. Willst du uns bestimmt sowieso reinlegen?
Wieso kannst du dir diesen Wagen nicht anschauen? Verstehe ich nicht. Oh. Falsches Passwort. Wie ist das Passwort, Kerl? Sagt er uns nicht. Was ist denn hier los, Rick? Können wir auch nicht knacken. Doch, 20% aber nur. Wie viele Punkte haben wir? Können wir nicht genug, um Schlösserknacken zu erhöhen? Schweinerei, sage ich da doch mal. Vielleicht ist es einfach Rick. R-I-C-K. Du Mistsack. Da können wir ewig dranhängen. Okay, aber warum erzählt er uns nicht einfach, wie das Passwort ist? Das ist seltsam, oder wo das hier irgendwo stand, das hier, und ich habe es nicht gesehen. Toll, Rick. Super, Rick. Du Arsch. Da drin sind es wahrscheinlich die Strahlenanzüge. Gehen wir mal weiter. Es gibt sonst hier nichts. Wir können nur noch den Toaster da hinten. Ja, das wird mal wieder nicht klappen. Das hat geklappt. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ein bisschen abgefärbt. Viel Gefühl steht in dem Foto von einem Mann und einer dunkelhaarigen Frau. Du kannst nur den dunklen Umriss des Mannes sehen. Aber das Gesicht der Frau ist voll mit Frieden und Liebe. Sie trägt Rüstungen aus Reifen. Hä? So, Rick, ich will jetzt hier mal wissen, was Sache ist. Wieso können wir mit Rick nicht reden? Weiß der Geier. Ach so, Logbuch. Wir haben Rick Balkowski unter der Bedingung aus dem Knast an der Zitadelle freien lassen, dass er uns zu seinem Lager in Strahlenanzügen führt. Rick bat uns, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Im Gegenzug wird er uns zu seinem Lager vom Strahlenschutzanzügen führen. Ja, das ist ein Problem, wenn wir nicht an die Strahlenanzüge drankommen. Ohne irgendeinen Code können wir ihn foltern. Shit. Ich kann natürlich versuchen, ihn zu knacken. 20%ige Chance, dass es klappt. Das kann ich mit Speichern und Laden machen. Dann können wir ihn auf jeden Fall zurückbringen und ich muss ihn jetzt nicht freilassen. Weil ich das, glaube ich, schon verkackt habe, weil ich gesagt habe, ich bringe ihn wieder zurück. Da hätte ich sagen sollen, er wäre weg. Ist er wahrscheinlich eben beim Funk, er ist geflohen oder er ist tot. Dann hätte käme sehr wahrscheinlich ein Dialog, oh, ich danke euch hier, das ist mein Code oder sowas. Also müssen wir es jetzt so machen. Es könnte etwas dauern. 20% ist eine 1:5 Chance. Also kritischer Fehler und damit war es das. Genau das meine ich. Ich muss jetzt speichern und laden, bis ich soweit bin. Und wenn das gleich geschafft ist, sehen wir uns wieder. Bis demnächst.